53 Jahre Auto, zwei Kellys und ein irrer Plan. Mit der alten Schüssel wollen sie nach China. Also auf jeden Fall die längste Challenge bis jetzt, wenn wir in Peking ankommen. 11.000 Kilometer über Moskau durch Kasachstan geht's zum Baikalsee und über die Mongolei, dann nach Peking. Gespickt mit vielen Hindernissen. Die Funken sind da, Sprit ist direkt daneben. Der Seil von Motor zu Gaspedal ist gebrochen. Wie groß und mächtig Russland ist, erfahren beide schon auf den ersten Kilometern, Politikunterricht inklusive. Lutsche Putina netu nigde. Und manchmal ist unterwegs die Hölle los. Es blitzt, was das Zeug hält. Es regnet aber auch, was die Wolken hergeben. Die Fahrt führt mitten rein in ein Katastrophengebiet. Eine ganze Landschaft ist überflutet worden. Es gibt tausende Kilometer mit goldigen Begegnungen. Glücklichen Kindern, immer auch inklusive Missionsarbeit für die Kelly Family. Ja, Kelly Family in Kasachstan. Sie sind unterwegs an Orten, wo nur flüssige Freunde helfen. Kekila. Kekila. Der Bulli auf einer Reise von bezaubernder Schönheit, auf endlos scheinenden Pisten, voller unerwarteter Abenteuer. Entspannt wird dabei selten. Für was machst du da Werbung? Zum Weiterkommen. Selbst unterwegs ist Joey immer auf der Suche nach Antiquitäten, auch im tiefsten Russland. Verkaufen Sie mir diesen Bus bitte, der muss gerettet werden. Wir erfahren, dass es in der Mongolei Kelly-Fans gibt und wie man ins Fernsehen kommt. Hier stehen drei Kamerateams. Mehr gibt's wahrscheinlich in der Mongolei nicht. Die Reise führt Bulli, Vater und Sohn, immer wieder abseits der Straßen zu den Menschen. Und Vater Joey sucht sogar eine Braut für den Sohn. Mein Sohn, ne? Suchen Frau. Nein. Aber da kommt heilige Scheiße. Das Brandenburger Tor, 23 Uhr. Die rot-weiße Schüssel steht am Start. Das Projekt Peking geht los. Wir fahren jetzt an der Ostsee. Weil von da geht es dann halt weiter Richtung Polen. Schlüssel rum, los geht's. Oder? Batterie ist leer. Ja. Ein Debakel schon beim Start? Nein. Der Bulli läuft. Kurz jedenfalls. Oh Scheiße, nochmal Luke. Nochmal ein paar Helfer. Dann klappt es endlich. Die große Reise hat begonnen. Und endet gerade einmal nach 300 Metern. Die Lichtmaschine verarscht die beiden. Licht aus, kein Strom. Mundwinkel runter. Katastrophe, Desaster, Fiasko. Oh Scheiße. Der ganze Tag lief echt geil. Haben echt viel geschafft. Und jetzt kam das. Man kann Joey jederzeit immer alles fragen. Nur in diesem Augenblick hält man einfach lieber die Klappe. 300 Meter von dem Start. Das ist schlecht. 300 Meter, das macht richtig Laune. Der nächste Morgen. Manchmal erholen sich Batterien so, wie sich auch Menschen erholen. Ein Versuch ist's allemal wert. Okay, dann doch wieder anschieben. Tagsüber ist Licht ohnehin deutlich überbewertet. Schnell raus aus Berlin, dann Zündaussetzer. Licht habt ihr nicht gesehen, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht, ne? Also auch Blinker nicht. Doch manchmal so Festlicht, ne? Also dann, also ohne zu blinken, aber jetzt zum Schluss auch nicht mehr. Klar ist, die Batterie ist leer, muss raus. Joey will irgendwo eine leihen. Erstmal PC und dann kriegen wir alles hin. Nach einigem Angequatsche weckt Joey mit seiner alten Rübe Mitleid. Zwei Handwerker schleppen ein neues Aggregat herbei. Die neue Energieschachtel soll dem Bulli bis Rostock helfen.
Dorthin sollen dann zwei Mechaniker kommen. Kannst du behalten, ist doch kein Problem. Vorhin war ich ein bisschen geknickt und jetzt Rückenwind wieder, es läuft. Kann die große Fahrt endlich beginnen? Die neue Batterie tut es. Der Bulli tuckert mit 80 Stundenkilometern. Nächstes Ziel, der Rostocker Marktplatz. Zwei Mechaniker sind angereist und therapieren dort die Lichtmaschine. Einer davon hat den Bulli vor der Reise überholt. Peter hat das Motor eingebaut, der kriegt das hin. Aber Mechaniker quasseln viel. Peter sagte auch vor einigen Wochen. Glaubst du, der Motor hält 10.000 Kilometer? Der hält ja noch mehr als 10.000 Kilometer. Also nun ja, das mit der Lichtmaschine, ja halt dumm gelaufen. Das kann mal passieren, der kann auch einen Lagerschaden kriegen oder wie auch immer. Eine neue Lichtmaschine, ein Dreh, Motor geht, alles wieder paletti. Der Rostlaubenbesitzer ist in großartiger Stimmung. Ah, die Rettung. Du, weißt du was? Nein, nach China komme ich nicht. Nein, doch, du musst nicht dort auch, du kommst mit. Weiter geht es an Tag 2 noch nach Warnemünde. Strandurlauber, gute Laune, lockeres Geld, so das Kalkül der beiden Kellys. Doch offensichtlich geraten sie an eine Horde Hausfrauen, die ihre Kühlschränke entrümpeln. Das guck mal hier. Erste, warte, es gibt noch ein zweite. Zweite Kiste? Ja, ja, guck mal, da ist noch die zweite. Boah, ihr seid verrückt. Zu essen? Läuft. Nach einer Nacht in Rostock am Pier wird Ordnung geschaffen. Jeder Zentimeter genutzt. Machst du da unten so ein Essenslager, oder? Genau, das ist ein Notlager. Das ist, wenn nichts mehr geht, dann haben wir immer noch Konserven. Tag 4 mittlerweile. Vater Joey wirkt erholt, Sohn Luke dagegen übermüdet. Moin Luke. So, jetzt fragt man sich natürlich, du hast ein tolles Wohnmobil, warum schläfst du denn draußen? Der Vater hat's ein wenig geschnarcht. Seit wann schnarchst du denn? Noch nie. Das ist eine Erfindung, ist das. Rathausmitarbeiter in Ahlbeck spendieren Schnarchi und Sohn dann ein flüssiges Frühstück. Warme, aufgeschäumte Milch. Und wenn du möchtest, ich weiß nicht, ob... Vielen, vielen Dank. Ob das schmeckt, weiß ich nicht. Dankeschön. Alles gut. Sehr nett von Ihnen. So, und einen Kaffee und alles Gute. Willkommen wieder. Auch für frische Brötchen zahlen die beiden nichts. Fragen genügt. Also wenn Sie uns zwei Brötchen schenken, dann schenken wir Ihnen zwei CDs. Zwei Doppelte würde ich kriegen. Zwei Doppelte? Vier Brötchen. Super. So zu leben, für Joey ist es das absolute Freiheitsgefühl. Das ist mein Urlaub. Urlaub. Macht mir auch Spaß. Also das ist ein Challenge-Urlaub. Das macht mir mehr Spaß, als an den Strand einfach rumzuhängen. Da gehe ich kaputt. Stimmt das so? Ist der genießbar, wenn der am Strand ist? Nee, alles gut. Haben wir noch nie gemacht. Nee. Unbeschwert geht es nun ins Ausland. Einmal Fähre bei Swinemünde und dann 360 Kilometer meist über Landstraße durch Polen Richtung Danzig. Luke darf erstmals ans Steuer. Bulli-Besitzer Joey wird rasch zum Klugscheißer. Also glaubst du, fast gut, Luke? Ich bin ein sicherer Fahrer. Habe ich schon oft gehört. Ja, aber manchmal ist es schnell. Und das macht mir Angst, wirklich. Pass auf, nicht so schnell an der Kurve, Luke. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt Schienen, ich glaube. Ja. Genau, zweiten Gang. Weil solche Schienen, die, wenn du da voll durchfährst, zerfetzt uns das ganze Auto. Viel schlimmer als die Schienen ist eine kleine, rote, fiese, gemeine Lampe. Die leuchtet dauerhaft, heißt, die Lichtmaschine braucht schon wieder einen Arzt. Stimmungssenken dazu kommt, in der Danziger Innenstadt ist das Interesse für die Peking-Tour der beiden bescheiden. Kein Geld kommt rein und die Museumskiste verweigert wieder den Dienst. Das gleiche Problem wie jetzt in Berlin und gestern und heute Morgen. Schon wieder die rote Lampe. Die Lampe geht wieder, die fängt klein an, also flimmern, und irgendwann geht er auf. Tag 5 Danzig. Genetisch steckt in jedem VW ein Porsche. Der Autohauschef ahnt, der Langhaarige hat keine Kohle, aber er verdient Mitleid. We having problems with the electronic. Deine Frau ist Kelly-Fan, dann passt das. This is Kelly family. No, it's not too much. It's fine. Yes.
Die Blechschüssel kommt auf die Notfallstation. Diagnose: die neue Lichtmaschine hat totales Organversagen. In Joeys Notfallkiste ist noch eine. Die wird von den Porsche Edelchirurgen nun eingepflanzt. So, it's not perfect, but it's enough to take the journey. That means this dynamo now works. Yes. Nach einem verplemperten Tag nimmt das Projekt endlich wieder Fahrt auf. Flott geht es Richtung Baltikum. 1000 Kilometer sind abgearbeitet, als plötzlich vor Sensburg verdächtige scheppernde Geräusche auftauchen. Die Karre hat wieder ihre Tage. Irgendwas ruckelt und lebt. Die Funken sind da, Sprit ist direkt daneben, dann fängt noch Feuer an. Ist eine Schraube weg. Auch noch die Halterung ist lose. Dabei hieß es doch. So können wir nicht fahren. Keine Chance. Der T1 nur noch ein vergreister Klapperkasten. Das ist einfach absurd. Sowas gibt's gar nicht. Wir haben jeden Tag eine Panne. Eine fette Panne. Was ist ein Plan, Luke? Mein Vater hat einen. Früh an Tag 6 hat Vater noch keinen. Luke hat einen. Er erbettelt ein Frühstück bei Meckes. Hier ist ein Frühstück. Das hast du es einfach so bekommen? Ja. Das ist noch ein Croissant. Derart gestärkt entscheidet Joey, selbst ist er Kelly. Das ist lose, hinten rappelt das, es funkt. Ob Joey den Porsche-Pfusch beheben kann? Bremse treten, Kupplung rein bitte, kein Gang. Kein Gang. Nein. Gas geben. Es funktioniert. Wir können damit fahren. Joey kann also auch Auto. So sieht es aus, zumindest für einige Kilometer. Dann der nächste Stopp. Es rappelt, es blitzt, funkt, qualmt. Kurzum, der Wagen will nicht nach Peking. Weiterfahren können wir nicht. Keine Chance. Sie fahren weiter, nur anders als gedacht. Ziel, die nächste Werkstatt. Wie weit ist die Werkstatt entfernt? Etwa 50 Kilometer. Ungefähr 50 Kilometer. IT-Welt macht alles möglich. Świat sprawia, że wszystko jest możliwe. Was für eine Scheiße. Die nächste Werkstatt, Skoda in Olsztyn. Vielleicht lösen die ja das Problem. Viele Fachleute, viele Meinungen. Einiges am Motor ist nur noch Schrott. Genau, der Lüfter und der ist ausgeleiert. Die gehen jetzt zu irgendeinem gebrauchten Käfer oder irgendwas. Ein 30 Jahre alter Lüfter soll es nun richten. Soll. Polish Engineers. Die Lichtmaschine wieder rein, richtig löten und dann... Leider geil. Arthur Groschkowski heißt der Held. Endlich brummt der T1 wie ein normales Auto und genießt gut ausgebaute polnische Straßen. Tag 9. Russland. Die Kellys haben ein Problem. Kapitalistische Wegelagerei, eine Mautstation. Euro? I have no ruby. No card. Ich habe nur Euro. Ich habe es gab an der Grenze keinen Wechsel. Doch es gibt eine internationale Sprache, die jeder versteht. Sorry. More money. This euros. Nach mehreren Milliarden Birken, Tannen und Fichten Einfahrt in St. Petersburg. Die Stadt hat 5 Millionen Einwohner und ein T1 hat eine integrierte Mikrowelle neben dem Heckmotor. Die sorgt immer für warmes Essen. Die Dose mit Klößchen und Nudeln ist von Kelly-Fans. Schmeckt gut. Joey kennt es von früher. Für Luke ist die Improvisation neu. Kannst du dir vorstellen, wie die früher gelebt haben? Ich kann es mir langsam vorstellen.
das war, glaube ich, ganz hart. Also mit 5 oder 7 Mann in so einem T1 zu wohnen, ist schon hart. Ist echt hart. Etwas feudaler lebten die Zaren in St. Petersburg, die über die Jahrhunderte den zentralen Palastplatz mit Eremitage und Triumphbogen erbauten. Beim Anblick des Winterpalastes überkommt Joey allerdings das Gruseln. Weißt du eigentlich, dass wir auch ein Schloss hatten? Wir waren auch mal Königin. Wo? Wie, wo? Schloss Gimli. Im Grunde war das Schloss gut. Das Gute daran war, dass man daraus gelernt hat, dass es scheiße war. Plötzlich droht dem Duo Zerfall durch eine fernöstliche Tanzkombo. Hare Krishnas frohlockend. Und Luke scheint das anzumachen. Der Luke ist jetzt verloren, ne? Der ist weg. Also, wenn mein Sohn ein Krishna wird, ne? Dann ist er nicht mehr mein Sohn mehr. Luke entscheidet sich für Kelly statt Krishna. Die Reise von Vater und Sohn geht weiter. 700 Kilometer Richtung Moskau. Da alle 12 Millionen Moskowiter gerne Auto fahren, kommt es morgens, mittags, abends, nachts und immer zu Staus. Wir sind jetzt hier in Moskau. Wir fahren gerade in die Innenstadt. Es wird ca. 40 Minuten dauern. Das ist optimistisch. Es dauerte mehrere Stunden bis in die Nacht hinein. Will man in Moskau Sightseeing, empfiehlt sich die U-Bahn. 2,5 Milliarden Fahrgäste jährlich nutzen die 400 Kilometer Metro. An Tag 11 wollen 2 Kellys zum Roten Platz. Der ganze U-Bahn, ganz Moskau, ist alles aus Marmor und Granit. Das ist wie ein Palast, unterirdisch. Ist sehr beeindruckend. Geil. Nett ist es ja, aber überall dieses kyrillisch und verwirrende Farben. Hier müssen wir nicht hin, wir müssen auf die andere Seite. Sicher? Nee, nix ist sicher. Blau ist die 3. Also rein in die blaue? War das richtig? Also, irgendwas stimmt da nicht. Wir sind hier. Nein, grün. Nein, wir sind blau verbaut. Nein. Ja, wer hat denn jetzt recht? Falsche Richtung, Luke. Doch, die war ja schon mal die richtige. Endlich richtig. Kurzvisite auf dem Roten Platz. Alle Gebäude gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, inklusive Lenin-Mausoleum. Nach längerem Schlendern will Joey noch ein günstiges Souvenir für seine Geschwister einkaufen. Wie heißt das noch gleich? You have this, you know, the eggs? Yes, yes. Genau gesagt heißen die Dinger Matryoshkas. Yeah, I need one with 12, because Kelly family. 12. For my brothers and sisters, everyone has a name. And the big one is me, and the small one is Angelo. How much this cost? 38.600 rubles. Das sind 500 Euro. Da hört die Geschwisterliebe prompt auf. Nichts wie raus aus der teuren Metropole. Nur erstmal stehen die beiden wieder im Moskauer Stau.